Nanu, ihr habt ja schon angefangen. Ja, du hast dich verspätet. Oh, das stimmt, aber bitte entschuldigt. Da ist mir noch ein neues Lied eingefallen. Das wollte ich unbedingt mit euch heute probieren. Toll! Wie heißt denn dein neues Lied? Siegfried, du hast uns mal versprochen, wenn du einmal zu spät kommst, dann dürfen wir uns etwas wünschen. Was ich versprochen habe, das halte ich auch. Wir wünschen uns, dass du eine Stunde bei uns auf dem Liederspielplatz bleibst. Euer Wunsch ist schon erfüllt. Sing uns doch bitte dein neues Lied. Na, dann hört mal zu. Als ich ein kleiner Junge war und auf Vaters Schultern saß, fing meine Reise ins Leben an und was ich lernte, machte Spaß. Grimassen ziehen und Näschen kraus, ich machte alles nach. Und meine Augen wurden groß, wenn Mutti zu mir sprach: Komm, ich zeig dir, wie man lacht und Seifenblasen macht und mit dem Schaukelpferd die bunte Welt durchquert und mit dem Schaukelpferd die bunte Welt durchquert. Heute bist du unser großer Freund und malst uns Bilder in den Sand. Wir lernen von dir so manches Lied und fahren mit dir durchs Kinderland. Ich zeig euch, wie man Drachen baut, die hoch über euch im Wind sich wiegen im strahlenden Sonnenschein und schön wie im Bilderbuch sind. Komm und zeig uns, wie man lacht und Seifenblasen macht und mit Schaukelpferd die bunte Welt durchquert und mit dem Schaukelpferd die bunte Welt durchquert. Ja, ich zeig euch, wie man lacht und Seifenblasen macht und mit dem Schaukelpferd die bunte Welt durchquert. Und mit dem Schaukelpferd die bunte Welt durchquert. Oh schön, können wir es gleich noch einmal singen? Beim nächsten Mal, einverstanden? Ja!